Und dann haben wir es auch schon. Na komm. Wieder so ein Kristall, der will nicht. Vielleicht, wenn ich nicht hingucke, siehst du, geht doch. Wenn man Formationskerne hat, ist ja auch ganz toll. So. Schau mal, sind die hier alle fertig? Ah, sind alle fertig, jo. Das ist schön. Ja. Okay. Dann schmeißen wir mal ganz kurz. Ach, guck mal, hier ist das Ding reingekracht. So. Machen wir das auch. Muss ich jetzt hier theoretisch irgendwo mal die Quellen stoppen. Ja, die Quelle muss gestoppt werden. Da, 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 da. So. Einfach nur, damit jetzt hier nicht die halbe Welt wieder überschwemmt wird. Ich bin auch immer noch kurz davor, diesen Hügel hier doch tatsächlich niederzureißen, weil wegen warum. So, egal. Jetzt aber erstmal Redstone rein, war das, ne? Und die Dinger. Nicht? War das anders oder war das einfach nicht auf dem richtigen Block? Wir schmeißen das mal da raus. So, damit. Ich bin der Meinung, es war so. Okay, Flugskristalle. Wie mache ich die? Muss ich, glaube ich, hier gucken, ne? Flux-Kristall. Diese hier. Mit eingeladenes Zertis-Quartstück. Ein Nether-Quartz und eine Redstone-Staub. Aha, das liegt am fehlenden Nether-Quartz. Hättest du eine Tasche? Nein. Das heißt, da müsste ich jetzt immer herstellen. Na dann. Dann stellen wir es nochmal her. Achso. Ah! Oh! Daraus kann ich doch die Dinger machen. Okay, ja, gut. Ich habe es gerade mal wieder komplizierter gemacht, als es sein müsste. Ich habe mich schon gewundert. So. Ich dachte mir doch so, irgendwie geht das doch. Machen wir tatsächlich auch ein paar mehr. Einfach weil, ich glaube, den Staub oder halt auch die anderen Dinger kann ich auch durchaus gebrauchen. Wir machen mal erstmal daraus 20 Staub. So. Theoretisch hätte ich es halt der Einfachheit halber auch gern, dass man halt aus den Reihendingern halt zwei Staub oder was herstellen kann. Irgendwas, was halt Sinn macht, weißt du? Oder halt auch, dass du halt daraus einen machst, ist auch okay. Aber dass du halt gar nicht zerstampfen kannst, finde ich halt ein bisschen unlogisch. Wenn du dadurch einen Verlust erzielst, ist es okay. Aus meiner Sicht. Ja? Aber nun gut, ich wollte den Annihilationskern haben. Den Kern. Genau, eine braucht Quarz, eine braucht Zertus-Zeug. Und dann brauche ich die Dinger. Wir brauchen jetzt erstmal so ein paar Kerne tatsächlich. So, jetzt nehmen wir vier goldene Dinger da raus. Hier, das Ding ist fertig, das ist schön. Hier. 1, 2, 3, 4. Und dann soll der. Ja, mal ein paar Golddinger herstellen. So. Dann kommst du da rein, du da rein, du da rein. Soll er mal machen. Ne? Dafür ist es ja da. Was war es noch, was ich brauche? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich bin vergesslich in letzter Zeit. Achso, ja, gut. Das Zeug hier. So, nehme ich mal raus. Dann mache ich mal tatsächlich hier die hier dahin.
dann 1, 2. Und von dem anderen bitte auch nochmal welche. So. Das ist das. Dann. Formationsfeld meinetwegen. Da brauche ich dann die Kristalle Eisen. Das haben wir, glaube ich, irgendwo. Aber nicht auf Tasche. Hier ist auch nichts. Ist mal wieder typisch. Weißt du, brauchst du was, hast du nichts. So. Das war so, so. Ein paar davon. Und dann ein Formationskern, ne? Genau, da haben wir ein Formationsfeld. Und dann brauchen wir das Ganze nochmal mit Annihilation. So. Ach, jetzt habe ich das natürlich nicht hergestellt. Ich bin natürlich auch ein Held. Oh. So, das kommt da mal rein. Da habe ich auch Platz dafür. Annihilation da. Zack, zack. Oh, 1, 2, 3. So. Die Sache ist halt, wie die ganze Dinger funktionieren. Man packt halt oder man wirft halt in das eine was rein und auf der anderen Seite kommt es dann theoretisch raus. Wie die Dinger jetzt genau angeschlossen werden, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das kann man dann theoretisch so machen, dass die dass halt in der einen Dingens hier immer was reinkommt, auf der anderen Seite kommt es raus. Ja, muss man halt mit einem ME-Kabel, glaube ich, einfach verbinden. Und dann lässt man das halt in so einer Wasserschleuse hier einfach mal durchlaufen durch die Kristallwachstumsbeschleunigung. Ich glaube, davon bräuchte ich dann noch ein paar. Kristallwachstumsbeschleuniger, Gedönsungen des Todes. Sehe ich gerade nicht. Da. Können uns ja theoretisch noch ein paar herstellen. Ich brauche 8 weitere. Okay. Das heißt, ich brauche 16 Glas. Kabel haben wir. Aber kein Platz. Ich habe alles, aber kein Platz. Kommt der hier halt auch nochmal mit rein. So. 16 Glas. 1, 2, 3. So. Ich glaube, ich schaffe es. Da hätte ich auch noch 2 gehabt. Egal! Habe ich dafür genug Eisen? Könnte sein. So war das jetzt so. So. Achso, ja gut, ich müsste natürlich halt erstmal hier die Dinger herstellen, ne? Ich brauche noch eine Werkbank, verdammt. Habe ich hier drin nicht irgendwo eine Werkbank mal irgendwie aufgestellt? Nein, immer noch nicht. Da! Ah! Warum auch? Wäre ja zu einfach, ne? Gehen wir ganz kurz hier hin. Den hier. Haben wir 8 Stück davon. Muss halt nur opfern, dass ich die Fluxkristalle mal wieder weiter verarbeite. Zu dem, was sie eigentlich sein sollen. Weitere Kristalle halt. So. Ja, das ist gerade, glaube ich, ein bisschen vertauscht. Ja. Sache ist halt nur, das Ding braucht halt jetzt auch wieder mehr Strom. Eigentlich müsste ich mal so langsam wirklich anfangen, hier ein Kraftwerk aufzustellen. Weil sonst kommen wir wirklich mit den Holzkohleproduktionen nicht hinterher. Okay, ich habe gerade überlegt. Wir lassen den hier erstmal das hier irgendwie abbauen. Das da weg. Dann werdet ihr hier abgebaut. So. Bauen erstmal das grobe Grundkonstrukt auf. Das klappt, das ist nochmal so eine andere Geschichte.
Ja, ich wollte schon sagen, wieso geht das hier nicht rein? So. Das ist Ditte. Ich glaube, das ging hier rein und auf im weißen raus, ne? Ja, ich glaube. Ich hoffe, dass ich das jetzt einfach richtig mache. Mir fehlt einer. Ach, da unten. So. Da fehlte mir einfach so ein Ding. Ich weiß gar nicht warum. Ja. So, du hast da fertig. Dann kannst du da eigentlich nochmal eine Schose reinmachen. Wo ich jetzt natürlich auch ganz viel Platz für habe. Ich sollte vielleicht mal unter Umständen mein Inventar entleeren. Aber nur vielleicht. So, das ist wie notwendig. Nein, nein. So. Tun wir machen, tun. Ich wollte es sowieso haben, dass wir hier irgendwie so ein Kristallproduktionsdingens haben. Nur theoretisch würde ich das hier schon ein bisschen vorbauen, wie es halt sein soll. Ah, vielleicht machen wir da halt auch ein Konstrukt draus. Ich habe keine Ahnung. So, also theoretisch. Machen wir mal den hier weg, den hier weg und den hier weg. So. Dann so. Eine Reihe kommt noch oben drüber. Dann muss das Ganze natürlich halt auch noch mit Strom versorgt werden. Wo ich jetzt noch nicht so hundertprozentig weiß, wie ich das mache. Weil ich jetzt nicht weiß, wie ich die anschließen muss, deswegen. Dann hoffe ich, dass jetzt hier das Glaskabel das Richtige ist, um das Ding hier anzuschließen. Formationsfeld hier. Es scheint richtig zu sein, das ist schon mal schön. So. Dann machen wir dasselbe hier auf der anderen Seite, das Annihilationsfeld. Ja, genau so. Gut, Mammut. Ist dir wird noch was? Kabel. Und das dahin. So, wenn ich jetzt hier was reinschmeiße, passiert natürlich noch nichts, weil es hat gar keinen Strom. Stimmt, da war ja was. Habe ich denn so viel zur Demonstration? So, guck ich mal. Siehst du, das baut er nämlich hier dann direkt hin. Das soll natürlich nicht sein. Es soll ja auch nur hier Kristalle sein. Wenn ich jetzt die da reinschmeiße, kriege ich die auf der anderen Seite immer gleich direkt raus. Das ist okay. So, das ist das. Dann bräuchte ich jetzt irgendwie einen Eimer oder so. Ist der hier eigentlich am Laufen? Ja. Okay, das heißt, ich muss tatsächlich nicht jeden einzelnen anschließen. Das ist schon mal schön. Wir machen dennoch... Ups. Wir machen erstmal die Kabel wieder weg. Oh, Mist, ich bin noch blöd. Da eins hin, da eins hin. Ich muss halt jetzt nur noch gucken, wie ich das genau von hier aus mache. Ist halt jetzt ein bisschen auch Learning by Doing immer wieder. Ich will natürlich, dass wir etwas, das halt ins ins Annihilationsfeld, also ins schwarze Feld halt reinkommt. Möchte ich, dass es geprüft wird, dass es dass dann halt geguckt wird, ist es schon ein fertiger Kristall oder halt nicht. Ne? Kann man machen, ich habe nur den Zwischenschritt jetzt vergessen, den ich brauche.